Was geht ab, Leute? Ich bin SpeedAir und heute zeige ich euch, wie ihr einen Push-Up, wie euren ersten Push-Ups lernen könnt, beziehungsweise auch später natürlich mehrere Push-Ups. Warum solltet ihr überhaupt die Push-Ups lernen? Es ist eine der geilsten und effektivsten Übungen und euch natürlich auch viel, viel schwerere Bodyweight-Übungen vorbereiten. Was trainieren wir beim Push-Ups? Den Trizeps, die Brustmuskulatur, die Schultermuskulatur und wenn wir es richtig machen, auch die vordere Oberschenkelmuskulatur, den Hintern und sogar schön den Core-Bereich. Es gibt natürlich richtig viele Möglichkeiten, einen Push-Up zu lernen. Ich zeige euch zwei, bei denen ich richtig schnelle und gute Erfolge bei meinen Kunden wahrgenommen habe. Und zwar, das Einzige, was ihr dafür braucht, ist erstmal hier so eine Kiste oder eben eine Bank oder ein anderer Gegenstand. Wie sieht das Ganze aus? Damit wir erstmal die Form lernen, sollten wir erstmal ein bisschen höher anfangen, weil dann ist das Gewicht nicht so hoch. Wenn wir mit zu viel Gewicht anfangen, könnt ihr euch verletzen, ihr bekommt Schmerzen oder vielleicht auch ein schlechtes Gefühl, weil ihr die erste Push-Up gar nicht schafft. Und hier vermerkt ihr viel schnellere Erfolge. Wir fangen in dieser Höhe an, wie beim Push-Up, sind auch hier die Hände schmal. Ganz wichtig, egal welchen Push-Ups ihr macht, versucht, dass die Ellbogen immer nach hinten zeigen, nie nach außen. Von hier fallen wir langsam tief. Und ihr werdet merken, das ist gar nicht so schwer. Auch hier schon, damit ihr euch vorbereitet für später, die Hüfte einwärts drehen, Hintern feste anspannen und dann drückt ihr euch raus. Wenn ihr noch nicht so tief kommt, geht ihr erstmal nur den halben Weg und hoch und tief und hoch. Das Gute ist, wir sind noch nicht so überstreckt. Das bedeutet, wir haben noch gar nicht so viel Last auf den Handgelenken. Ich zeige euch das nochmal. Schön gerade, kompletter Körperentspannung, auch mit den Füßen gegen den Boden drücken. Du kommst tief, Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule und drückt hoch. Du kommst tief und drückt hoch. Was auch wichtig ist, auch wenn die Übung einfach erscheint, versuch schon an der Qualität zu arbeiten. Das bedeutet, die Schultern bleiben auch immer schön unten, hier nicht verkrampfen. Umso tiefer ihr geht, umso schwächer ihr seid, beziehungsweise umso mehr Wiederholung ihr macht und dann während der Übung schwächer werdet, kann es sein, dass ihr vielleicht in eine falsche Form gerät. Wenn ihr also merkt, die Schultern machen nicht mit, lieber aufhören, anstatt einfach falsch weiterzumachen. Nochmal das Ganze, achtet auf meine Schultern, die sind nicht hier oben am Ohr, die sind flach, tack und hoch, tack und hoch. Wenn ihr fragt, wie viele ihr davon machen sollt, macht immer so viele, bis ihr nicht mehr könnt am Anfang. Wenn ihr nur drei schafft, macht ihr drei, eine kurze Pause, wieder drei. Versucht euch mal so eine kleine Challenge zu setzen und sagen, heute mache ich 10. Und zwar egal mit welcher Schwierigkeitsstufe, ganz einfach, mittel oder eben die richtige. Und dann immer die Intensität, die Anzahl erhöhen. Ich finde, wenn man irgendwann 50 kann, reicht das auch. So, jetzt gehen wir einen tiefer. Eigentlich ändert sich gar nichts, außer jetzt kommt ein bisschen mehr Gewicht dazu. Wenn ihr also oben schon richtig gut seid, fängt ihr hier an, genau dasselbe, Ellbogen nach hinten, Hintern anspannen, Hüfte leicht eindrehen, nicht hier reinfallen, tack, und wir kommen tief und hoch, tief und hoch, tief und hoch. Dann kommen wir wieder, eine Stufe tiefer und genau dasselbe. Es wird immer schwerer, Hintern anspannen, Hüfte ganz wichtig eindrehen, damit wir keine Last auf die Lendenwirbelsäule tun und tief. Hoch, tief, hoch. Und je tiefer ihr kommt, desto schwieriger wird das, bis ihr irgendwann auf dem Boden seid und richtige Push-Ups macht. Ich habe aber noch einen Tipp für euch, weil irgendwann kann man so eine Kiste natürlich nicht tiefer machen. Und zwar habe ich hier eine Art Blackwall vorbereitet, die ihr auch nehmen könnt. Die legt ihr euch quasi hier so hin und hofft, dass sie nicht wegrollt. Und legt dann quasi die obere Brustmuskulatur auf die Blackwall beim Runtergehen. Das Gute dabei ist, ihr arbeitet extrem an eurer Körperspannung. Untere Rücken, Hintern, Core, alles wird belastet. Ihr positioniert euch so, dass ihr, wenn ihr tief kommt, hier vorne auf die Brust fällt. Körperspannung ist aufgebaut, ganz wichtig, hängt hier nicht durch, sondern drückt die Hüfte gerade, Hüfte rein, Hände parallel und drückt jetzt hoch. Und tief, Körperspannung und hoch, tief, Körperspannung und hoch. Die nächste Stufe wären schon die richtigen Push-Ups. Ihr könnt natürlich auch einen super Pump
in eure Brust, in euren Trizeps reinknallen, wenn ihr mal alle Übungen, alle Stationen einzeln durchgeht, bis ihr nicht mehr könnt. Ihr fängt unten an, bis nicht mehr geht. Geht dann eine Stufe höher, wieder eine Stufe höher, wieder eine Stufe höher und geht immer bis ans Limit. Das Ganze wird natürlich immer einfacher, aber weil der Muskel so vollgepumpt ist mit Blut und ihr schon so viele Wiederholungen gemacht habt, kriegt ihr auch noch dazu einen richtig geilen Pump und steigert die Intensität. Eine super Übung. Wenn ihr schon ungefähr 5 bis 10 Push-Ups könnt, könnt ihr schon diese, sag ich mal, diesen super Satz quasi gerne realisieren. Das war ein Video zum Thema Push-Up. Wie ihr den ersten Push-Up lernen könnt, es gibt noch viel andere Varianten. Das war eine davon. Und in den nächsten Videos werde ich euch noch viel mehr zu meiner Lieblingsdisziplin, den Push-Ups, beibringen, weil ihr werdet sehen, ich habe 1000 Variationen am Start. Das war erst der Anfang. Wenn euch das Video gefallen hat, Thumbs up, kommentiert das Ganze, sagt, ob es euch weitergeholfen hat. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt motiviert. Peace. Pete Air. Keeping it true to form, but there, Eddie knew that y'all, here we go.